Herzlich willkommen zurück zu Temporal, Folge, keine Ahnung, Episode 26. Das ist tatsächlich die Episode, die ich letztes Mal meinte, wo man zweimal direkt hintereinander die Zeit anhalten muss, in dieser Glaskugel. Und dass ich gerade nichts tue, ist tatsächlich Absicht, weil ich werde jetzt nämlich irgendwann zu 20 Sekunden... Nein, das ist Blödsinn. Ich werde zuerst bei... ich glaube, in diesem Level kann ich nicht allzu viel reden, der ist ein bisschen anstrengend. Bei 13 Sekunden fliege ich hoch. Zur Not zur Sicherheit zweimal. Und bei 23 Sekunden fliege ich hoch. Und auch hier zur Sicherheit zweimal. So. Jetzt reise ich zurück. Ich will die 23 erwischen. Okay, zur Sekunde 11. So. Und bei Sekunde 40 werfe ich den runter. Danach werde ich nochmal in der Zeit zurückreisen. Allerdings ein bisschen später als jetzt, nämlich so zu Sekunde 20. Um den Block zu fangen. Ja, fangen, genau. Zur Erinnerung, das ist einer von den Blöcken, die kaputt gehen, wenn sie zu tief fallen. Und bei genau 55 Sekunden. Nein, nicht genau bei 55 Sekunden. Bei genau einer Minute werfe ich ihn runter. Ah, ist ein bisschen blöd, dass er da jetzt explodiert ist, weil der muss ja eigentlich hier explodieren. Problem ist nur, ich habe hier auch nichts zum Abstreifen oder so. Deshalb... Ja, das ist alles Absicht. Ihr werdet noch sehen, warum. Ich gehe jetzt zurück zu 20 Sekunden. Moment, das muss ich hier machen? Genau, jetzt muss ich fangen. Ein Chronofrag, sehr schön. Jetzt kommt der, glaube ich, gleich zurück. Den überfliege ich. Genau. Also, was ich jetzt mache, ist, bei genau einer Minute werfe ich da oben den Block runter. Und ich werde dann kurz danach, wenn der Block auf Höhe des Ganges ist, also so tief, dass ich ihn nach rechts schieben kann, aber noch hoch genug, dass er noch nicht explodiert ist, halte ich die Zeit an, schiebe ihn rüber zu den explodierenden Blöcken. Und lass dann die Zeit weiterlaufen. Und das war gerade verdammt knapp. Als ich das zum letzten Mal gemacht habe, vor ein paar Wochen, bin ich ziemlich frustriert. So, ich kann danach noch einmal in der Zeit reisen. Ich werde... Na, ja, genau. Ich hätte jetzt da reingemusst und die Zeit anhalten müssen. Okay, also das gleiche nochmal. Ich muss dann die Zeit anhalten, damit die Blöcke da unten, ne, der kleine wird weggesprengt und die beiden großen, die auf dem kleinen drauf liegen, die fallen dann runter. Die dürfen aber nicht runterfallen, ich muss da noch hinten dran kommen. Da hinten dran ist ein Schalter, der die Tür da oben zum Ausgang öffnet. Deswegen muss ich gleich die Zeit anhalten. Das ist glücklicherweise genauso getimt, dass es passt. 11 Sekunden, perfekt. So, die 13 und die 17 sind für einen späteren Roboter, der dann zum Ausgang geht. 23 ist für den hier, das funktioniert. Und der Roboter wertet dann nachher da genau ganz hinten in der Ecke. Deswegen bin ich da jetzt nicht hin, damit es da nicht zu Kollision oder Paradoxa kommt. So, ich warte bis Sekunde 45, dann werfe ich den Block runter. Warte noch kurz hier oben, um da unten ein bisschen Platz zu lassen für die zukünftigen Roboter. Und genau, ich habe ja jetzt, ich fliege da drüber, weil nachher da ein Loch ist. Bei 45 habe ich ihn runtergeworfen, das heißt, ich fliege jetzt mal so zurück zu 33. Yikes! Du darfst da rein. Hoffentlich klappt das. Das wird knapp werden. Nein. Hui! Wow! Das lief gut, sage ich mal. So, jetzt ab da rein und einfach den Pfeil nach unten. Dann kommt die Explosion durch, die Kamera geht wieder auf und das geht alles auf. Habe ich jetzt schon Unsinn gebaut?
Der hier müsste eigentlich derjenige sein, der da hinten auf den Schalter geht. Yep, ich hab's schon versaut. Also das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Nochmal genau das gleiche. Das ist leider ein bisschen repetitiv, da kann ich gerade auch nichts ändern. Okay, ich hätte es vorher testen können, ob ich es noch kann. Ich bin zuversichtlich, dass ich es relativ bald hinkriege. So, hier vier fliegen. Zweimal für jeden. Und bei 36 gehe ich da rein. Das heißt, ich kann nachher gefahrlos zu 30 Sekunden zurückreisen. Jetzt sollte der zukünftige Roboter hier weg sein. Hier rüber. So, auch hier wieder 45 Sekunden. Mach ein bisschen schneller. 40, 31, 32, 33, 44, 45. So, ich werde jetzt nicht in der Zeit zurückreisen. Das kommt alles erst danach. Was ich jetzt tun werde, ist bei genau einer Minute da mich hier runterstürzen und hier gemütlich rüberlaufen. Nachher werden die Teile hier explodiert sein. Das heißt, wenn ich da jetzt in diese Richtung zurücklaufe, bin ich in Wirklichkeit unten. Und, also ich laufe jetzt alles hier unten, also wirklich unten, unten, da wo die Blöcke sind, und laufe jetzt ein kleines Stück weiter und muss dann nachher mit dem zukünftigen Roboter gegenhalten, damit der hier unter den beiden großen Blöcken stehen bleibt, und zwar bis Sekunde 1,45. Bei 1,40 dreht er sich schon mal um, um es anzukündigen, und bei 1,45 haut er dann endgültig ab. Ich muss natürlich jetzt auch wieder nach oben fliegen, also ich will das ganze Paradoxon frei machen. Jetzt bin ich in dem unteren Gang, fahre da nach rechts, dann kommt die kleine Stufe. Jetzt fliege ich ganz hoch zu den Zeitdingens, jetzt fliege ich hier hoch in die Ecke und damit sind die beiden Zeitlinien wieder vereint. So, zur Erinnerung, ich muss jetzt fangen, das heißt, jetzt reise ich zurück zu 20 Sekunden. Bei 45 habe ich geworfen. Ah, 27. Okay. Kein Problem. Oder bei 45 geworfen? Ich weiß es nicht. Bei 45. Ah, war das zu früh? Ah, das geht sogar noch. Nicht von unten anheben, sonst... Ja, also es muss... Ich kann jetzt sogar den Fall noch ein bisschen länger machen. Ja, es muss entsprechend... Also es darf noch nicht unten aufgekommen sein, aber es muss halt hier unter der Kante durchpassen. Das ist ein relativ kurzes Zeitfenster, das man da nur hat. So, sprengen und wieder anhalten. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich mit dem da oben gerade keinen Unsinn gemacht habe. Jetzt fahre ich nämlich hier nach unten. Fange diese Blöcke. Und jetzt sollte der da oben bei einer Minute runterfallen. Bei klar, jetzt, genau, da kommt er. Ich traue mich nicht ganz so schnell zu machen, weil ich gleich hier gegenhalten muss. Ja, und jetzt ist er unten, ne? Das ist das, was ich gerade meinte. Fliegt jetzt da oben gerade drüber, damit er in die Kamera reinkommt, und läuft jetzt hoffentlich so ein ganzes Präzisionsschutz. Ja, das hat geklappt. Sehr schön. Hui, jetzt öffne ich die Tür bei 1,30 rum bis 1,43. Jeps. Ha, puh. Dann nachher in dieser Zeit oben in den Ausgang rein. So, jetzt seht ihr auch, warum ich da vorhin geflogen bin. Ich bin nämlich genau da hoch zu fliegen. Und hier rechts oben in der Ecke, das war die Kalibration für mich. Jetzt sollte er zurückreisen zu, was waren es, 27 Sekunden. Und damit sollte alles passen. Jetzt benutze ich meine letzte Zeitreise, um zurückzufliegen, zu 5 Sekunden. Und ganz am Anfang, ja, 27 passt wunderbar. Ganz am Anfang bin ich ja so wild hochgeflogen. Und das nutze ich jetzt aus, um mich da hinten in die Ecke zu stellen. Und nachher, wenn der Ausgang aufgeht, reinzufliegen. 5.
So, lass mich hoch. Jetzt absetzen und hier rüber. Und jetzt nach hinten. Schön aus dem Weg. Nicht blockieren. Keinen Unsinn machen. Genau, jetzt kommt der da. Jetzt im Prinzip einfach alles abspielen lassen. Bei 45 wirft er den Block runter. Der Block wird rüber geschoben. Der fängt das Ganze unten auf. Jetzt läuft er da runter. Hält die Blöcke, damit der andere den Schalter drücken kann. Und so bei. Entschuldigung, da muss ich gerade husten. Bei so rund 1 Minute 30 sollte die Tür da drüben für 10, 12 Sekunden aufgehen. Na? Ja, wunderbar. Ah, wie schön. Haha, beim ersten Mal habe ich da so ewig viel Zeit gebraucht. Hm, was passiert? Es gibt ein Gamma-Bild ab in der Richtung, in die wir reisen. Gamma ist Gamma-Strahlung in dem Fall. Die ist böse und tödlich und so. Und macht böse Dinge. Vermutlich tötet sie den Roboter. Ja, stimmt, tut sie. Ja, nicht. Aber für euch wird es die nächste Folge sein. Denn jetzt zeige ich euch erstmal, was hier wirklich passiert ist. Im Schnelldurchlauf, damit es nicht so lange dauert. So, der hier ist langweilig. Nee, gerade eben war langweilig. Dann kommt der nächste. Erinnerung, im Durchspiel ist er oben geblieben, als ich ihn live gespielt habe. Der hält da G. Und währenddessen haut der da oben ab. Genau. Jetzt fliegen die beiden noch in der Zeit zurück, um die Kausalitätsschleifen zu schließen. Und dann sollte das Level ohne Paradoxon, ich habe gar nicht drauf geachtet, sollte aber ohne Paradoxon, ohne Zeitstrafe erledigt sein. Damit verabschiede ich mich heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.